Einen wunderschönen guten Abend. Ihr wisst immer, wenn ich in diesem Stuhl sitze, kommt etwas Episches auf uns zu. Und dem ist heute nicht so. Ich werde heute tatsächlich Chatroulette das erste Mal live streamen. Und das Ganze sieht wie folgt aus. Das ist der Bildschirm, auf dem Chatroulette stattfindet. Auf demselben Bildschirm sehen wir eure Nachrichten. Ich bin quasi schon live. Und dort habe ich das Aufnahmeprogramm. Das heißt, die Leute, die gerade live sind, sehen genau dieses Bild. Und jetzt werde ich euch fragen, wie macht der Beer Brothers? Denn wenn Twitch oder YouTube mitbekommen, dass man hier nackte Haut sieht, dann ist mein Kanal ja schneller gebannt, als ich wunderschöner Bart sagen kann. Aber diesem Problem ist Abhilfe geschaffen, denn ich werde mit einem ganz einfachen Emote jegliche anstößige Szenen zensieren, bevor ihr das sogar sehen könnt. Und der Livestream wird sogar hochgeladen, beziehungsweise Highlights daraus. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, dass nach meinem Fehler, als ich den letzten Chatroulette-Livestream einfach gelöscht habe, ich Vollidiot, dass es heute dafür umso geiler wird. Dicker, bleib mal entspannt. Dicker, Dicker! Ja. Was ist los? Was machst du? Dicker, ich versuch zu schlafen. Pass auf. Was denn? Was du machst, pass auf. Was denn? Was denn? Du bist Männer. Nicht machen Scheiße. Laberst du? Hast du überhaupt gelernt? Hallo. Hallo. Tschüss. Penner. Was war das denn, Alter? Das war ein scheiß Gorilla. Hoi. Hoi. Wie kannst du so da sitzen? Wie bitte? Wie kannst du so da sitzen? Warum? Ist das nicht voll anstrengend? Nein. Weißt du? Stuhl. Na guck mal, willst du sehen, wie du sitzt? Du sitzt so hier. Ja, weiß ich. Warum sitzt du so? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall BO3. Jetzt muss ich, das ist schön, jetzt muss ich auch so sitzen, damit das nicht so doof aussieht irgendwie. Was zockst du? BO3? Ja. Ist das nicht, warte, lass mich raten. Das ist doch Bros Orgasmus 3. Das ist doch dieses Pornospiel für Schwule, oder? War das nicht so? Nein? Nein. Nee, ich bin schwul, deswegen. Ich denke immer so pervers, das ist das Problem irgendwie. Okay. Aber ist nicht so schlimm. Ich bin trotzdem ein netter Typ, man kann sich trotzdem mit mir unterhalten. Jo. Und er klickt mich weg. Was für ein intoleranter Bastard. Dönerboden an. Wie geht's? Dicker, du findest mich überall, ne? Gestern mache ich dir noch was zu essen und heute findest du mich bei Chatroulette, ey, geil. Du hast ja gerade Dönerbuden Ali gesagt, ich denke, du kennst mich. Da kennst du mich ja doch nicht, hast du nur richtig geraten, ne? Nicht schlecht, ey. Du hast Menschenkenntnis, Dicker. Alla Bela, was redest du da? Versteh dich jetzt nicht. Vielleicht ist dir das einfach zu hoch, dass jemand deine Worte wiederholt und das fickt deinen Kopf gerade richtig hart. Und du siehst aus wie Türke, redest wie Deutscher. Das ist komisch, ne? Vielleicht ist das ein Mindfuck. Vielleicht ist das gar nicht die reale Welt. Vielleicht sind wir in der Matrix. Du machst mich halt richtig kaputt. Aber was bedeutet kaputt eigentlich? Kann man kaputt nicht eigentlich wieder reparieren? Deine Fresse! Ey, Bro. was machst du denn? Was ist denn mit dir? Was ist mit deinem Leben? Was machst du? Ich? Ja, arbeitest du? Gehst du zur Schule? Ich gehe Schule, arbeiten so. Schule und arbeiten, wie geht das? Ja, ich gehe nebenbei, also ich gehe Schule so. Ja. Und mein Vater hat eine Firma, ich arbeite bei meinem Vater. Okay, was für eine Schule gehst du? Ich gehe auf einer Gesamtschule. Ah, okay, super. Bist du hier aufgewachsen? Ich bin hier aufgewachsen. Du redest so, als ob du erst seit 5 Jahren in Deutschland bist, Mann. Das geht doch nicht. Oh Gott, Alter.
tiefe Töne sind dabei, aber. Das hast du jetzt. Du hast das Lied vorher nicht gekannt, oder? Nee, aber danke, dass du mir das gezeigt hast. Das ist mega geil. Durch mich hast du das jetzt echt gespielt? Wie lange hast du gebraucht? Ich glaube 10, 20 Minuten und dann habe ich halt nochmal die Hintergrundtöne hinzugefügt. Alter, das war überkrass, wirklich. Das hat mich wirklich, wirklich kein Scheiß, das hat mich wirklich bewegt, Alter. Richtig danke, geiler, danke. Richtig geiler Moment. Hi. Wie geht's? Gut, und dir? Sehr gut, was machst du? Schauen, was hier so los ist. Hast du was Cooles gefunden? Noch nicht. Ein paar Brüste wären schön, wa? Ja, gefällt dir sowas auch? Ja, wem nicht? Wem nicht? Was darf um keinen Einkaufskorb fehlen bei dir? Wiener Würstchen mit Käse, also so Käse. Oh mein Gott, sie sind angezogen! Seid ihr eklig? Oh mein Gott, sie ist angezogen, wie ihr das gehört. Wie könnt ihr sowas machen auf Chatroulette? Was macht ihr, habt ihr für einen komischen Fetisch, Mann? Macht ihr hier sowas wie Pärchen-Action? Also dass Leute was spenden so und ihr macht das dann, was die so wollen so? Wie die Füße in den Mund nehmen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, hör auf, das ist total eklig. Das hat er nicht gesagt. Was mache ich hier? Hallo? Ich finde, wir sollten mal über den Weihnachtsmarkt gehen und das klären. In Leipzig, ne? Als ob du nach Leipzig. Aber in Leipzig. Als ob du nach Leipzig fährst wegen dem scheiß Weihnachtsmarkt. Nö, wegen dir. Ein Loch in der Wand. Ist das Glory Hole? Alle, die wissen, was Glory Hole ist, Hashtag Glory Hole in die Kommentare bitte. Ich möchte das dich. Mag ich nicht. Aber ich möchte dich küssen. Was? Aber warum ist das so schlimm? Ich will dich doch nur küssen. Weil ich mag das nicht. Aber ich will dich küssen! Bist du ein Mann? Musst du mit einer Frau küssen? Nicht mit einem Mann. Warum muss ich das machen? Warum darf ich nicht mit einem Mann küssen? Das gibt's ganz oft in dieser Welt. Warum soll das nicht funktionieren? Aber das ist eine schlechte Beziehung. Aber warum ist das schlecht? Liebe ist schlecht? Lieben ist kein Problem, aber nicht küssen. Wie soll man sich lieben, wenn man sich nicht küsst? Warum? Man muss eine Frau lieben, nicht ein anderer Mann. Ja, aber warum? Was ist der Grund, dass man eine Frau und nicht einen Mann? Warum soll das denn nicht funktionieren? Frau gibt ein Muschi. Männer können auch Sex haben miteinander. Nein, das ist eine schlechte Beziehung. Warum soll das denn schlecht sein? Wenn die sich lieben und wenn die sich gut fühlen, dann ist das eine gute Beziehung. Lecker. Ist das eine Badekappe? Scheiße, das gibt's gar nicht, Alter. Was ist denn los, ey? Ja, das frage ich mich auch gerade, was ist denn los? Oh, fuck, Alter. Oh, Mann. Dicker, was ist los? Was passiert? Kann ich dir helfen? Hast du dein Geld bei Pferdewetten gerade verloren oder was? Digga, ich will was für dich tun, Mann. Du bist doch ein netter Kerl. Ja, ich danke dir, du brauchst nichts für mich zu tun. Das ist schade, Alter. Aber ich will dir nicht nur zugucken und nicht erfahren, was da los ist. Ich drück dich gleich weiter, dann guckst du nicht mehr zu. Das ist aber jetzt nicht nett. Ich kümmere mich voll um dich. Alter, ich brauch deine Hilfe nicht. Was willst du von mir? Jetzt wirst du sauer? Was hab ich dir getan? Ja, weil ich deine Hilfe nicht brauche. Ich versuche dein einziger Freund zu sein und du bist so unfair zu mir. Ich brauche keine Freunde. Ja, virtuelle Freunde brauche ich erst recht nicht. Das klingt logisch. Ich bin aber nicht virtuell, ich existiere tatsächlich. Also ich lasse das Gefühl nicht los, dass du lieber anecken willst, so, dass dir das Spaß macht irgendwie. Du redest so, als wären wir schon mal zusammen, Alter. Hör auf mit der Scheiße. Und woher willst du das wissen, dass wir noch nicht zusammen waren? Jemand, der so philosophisch veranlagt ist wie du, müsste wissen, dass wir eventuell schon ein früheres Leben geführt haben. Und vielleicht bist du deshalb so aggressiv zu mir, weil ich dich damals verarscht habe. Ich bin überhaupt nicht aggressiv zu dir. Wie kommst du überhaupt auf sowas? Du machst auf jeden Fall ein bisschen auf abgehoben so. Ich bin auch nicht abgehoben, aggressiv bin ich auch nicht. Arrogant. Ich habe gerade vielleicht was Besseres zu tun. Arrogant bin ich auch nicht, aber ich habe gerade vielleicht was anderes zu tun, was Wichtiges. Dann verstehe ich nicht, warum du hier bist und noch mit mir redest, wenn das so wichtig ist. Schatz, ich will nur weiterkommen, okay? Ist okay, Baby. Ja, wir kommen doch langsam an hier. Hey!
ey. Oh. Ey, wir hören dich gerade live. Ehrlich? Ja. Geil, ey. Schön. Wir haben aber ganz schön Verzögerung, glaube ich, ne? Jo. Das ist gut. Wartet, lass mich mal was machen. Jo. Der Klassiker.